Ja, es geht jetzt um gewisse Gesetze von Summen. Summe k gleich 1 bis 5 ak plus Summe k gleich 6 bis n ak ist gleich. Was ist denn das für eine Summe? Also wenn es niemand weiß, das Intelligenteste ist, man schreibt sich das Ganze mal hin. Und wie gesagt, das ist zu spät. Jetzt schreiben wir erstmal die erste Summe hin, das ist die hier, die schreibe ich als das Grün, erkennt man irgendwie nicht, ich mache das mal mit Gelb. Wie lautet denn diese Summe hier in Worte ausgeschrieben oder in Summanden ausgeschrieben? Wie lautet die? Das ist A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5. So, das ist die gelbe Summe. Völlig richtig. Und jetzt machen wir noch eine grüne Summe. Wie lautet denn diese Summe hier? Ja, N6. Nein, falsch. A6. Genau, A6 plus A7. Plus und so weiter bis AN. So, und dazwischen ist ein Pluszeichen und das ist hier. So, was ist jetzt das hier für eine Summe? Sieht niemand? Also das sollte jetzt nicht sauber. Nicht sauber. Summe. Mit welchem Summationsindex fängt es an? Mit der 1. Bei welchem endet es? N, A, K. So, also das ist den. Man kann das so ausschreiben. Ja, also wie gesagt, so sieht das dann aus. Und sowas erwarte ich schon von euch. Ich erwarte nicht, dass ihr das von hier nach hier direkt seht. Aber ich erwarte, dass ihr sowas ausschreiben könnt. Und dass das dann gleich dem ist, das solltet ihr eigentlich auch sehen. So, wie sieht denn die Verallgemeinerung von dem hier aus? Sobald ein N irgendwo ist. Also ich sage zum Ersten jetzt eine Allgemeinerung. Ja, das ist ja auch zum Ersten. Das ist zum Ersten, das Zweite kommt dann hier drunter. Ich wollte halt sagen, sobald ein N drin ist, dann geht es direkt oben über dem Z, über dem S, über der Summe steht immer ein N. Muss ja. Nö. Also die Verallgemeinerung geht so, ich habe hier, also warum funktioniert denn das überhaupt? Das tut nicht immer, wenn ich hier bis zu 4 gegangen wäre, hätte es nicht getan. Oder bis zu 7 wäre es auch nicht getan. Der Fließenübergang ist. So ist es. Und das muss ich irgendwie ausdrücken. Ich muss irgendwie diesen Fließenübergang ausdrücken. Das heißt, ich gehe hier zum Beispiel bis zu einer Variablen b, die ich gar nicht kenne, ak plus Summe, und wie geht das jetzt weiter? Summe aus k ist gleich 1 minus kb, dass man das abzieht. So, jetzt halt gemacht, dass man jetzt in dem Fall 6 minus kb, minus b. Bisschen chaotisch. Hier steht die 5. Welcher Index steht hier? 6. Hier steht es b. Welcher steht hier? B plus 1. So ist die Verallgemeinerung. Ja, das heißt, es muss bis zu einem B gehen und dann ab dem B plus 1 weiter. Und dann geht es und nur so. Anderes funktioniert hier nicht. So, also das gehört noch zu dem Ding da oben. Ja, also da hätte ich mir schon erwartet, dass es da besser läuft. Also bitte nochmal ganz wichtig, ihr müsst erstens mal beim Online-Unterricht schreibklar sein. Das heißt, für jeden, der jetzt im Bett liegt, das ist nicht gut, um nicht zu sagen, dann, ich weiß nicht, ob man Deutsch-LK im Bett schafft, aber Mathe-LK bestimmt nicht. Ja? Und für das Zweite, ihr müsst in der Lage sein, wenn ich sowas hinschreibe, einfach zu sagen, ich verstehe es zwar nicht, ich schreibe mir das einfach mal so hin. Und deswegen sage ich, dieses Summenzeichen verdeckt doch einiges. Ja, und deswegen solche Summen im Zweifelsfalle ausschreiben. Weil wenn ich so hinschreibe, dann sieht es ja jeder sofort. Ja. So, jetzt kommen wir zu dem hier. Und hier, was hier passiert, ist was sehr Interessantes. Das ist tatsächlich das Gleiche, auch wenn es ein bisschen komisch aussieht.
Und zwar, damit wir das Ganze verstehen, gehe ich nicht bis zu einem allgemeinen N, sondern ich gehe einfach mal bis zu 4. So, bis zu welchem Index, wenn ich hier bis zu 4 gehe, den lasse ich jetzt mal offen. Überlegen wir uns nachher. So, und jetzt schreiben wir diese Summe, k gleich 1 bis 4. Ja, a1 plus a2 plus a3 plus a4. So, und wie heißt diese Summe hier? A0 plus 1. A1 plus 1. A2 plus 1. A3 plus 1 und A4 plus 1. Da fehlen noch Pluszeichen. Ja, genau, Plus. Genau. So, was ist falsch? Ich habe 1 zu viel gemacht. Wo? Das A4 plus 1 ist doch zu viel, weil wenn man A3 plus 1 zusammenrechnet, kommt man doch auch auf die 4, oder? So ist es. Also das ist das. Das ist das, das ist das und das ist das. So, was muss jetzt hier oben stehen? N minus 1. Also 4 minus 1, ja, völlig richtig. Ja. 4 minus oder 3 muss da stehen. Jo, und das hat einen Namen, diese Technik. Also man sieht, es steht hier das Gleiche. Diese Technik hat den Namen Indexverschiebung. Und das ist eine sehr interessante Sache, so eine Indexverschiebung. Also mit der zu rechnen, ist schon harter Tobak, ja. Wie gesagt, also das ist, wie mein Chef an der Uni immer gesagt hat, höhere Tricksologie, ja. Das ist nicht ganz einfach, vor allem, also die Indexverschiebung an sich ist einfach, aber die Frage, wann verwende ich sie, ist das jetzt gut, dass ich die verwende, kommt das Richtige raus, das ist etwas, ein bisschen ein Buch mit 7 Siegeln. Aber klar ist, ich habe den Index verschoben, ja, hier mache ich 1 bis 4, 1, 2, 3, 4 und hier mache ich 0 bis 3, 0, 1, 2, 3. Das ist eine Verschiebung des Index. Die Summe bleibt aber gleich, denn das entspricht dem, das entspricht dem, das entspricht dem, das entspricht dem. Und für die Freaks unter euch, also ich werde zur Indexverschiebung jetzt nichts weitermachen, aber für die Freaks unter euch, eine Indexverschiebung ist eine Substitution. Eine Substitution, und ich sage euch auch, in welche Substitution hier stattgefunden hat. Dazu benenne ich erstmal den zweiten Index um. Ja, und dann sieht man es ziemlich schnell, welche Substitution da stattfindet. Also ich schreibe hier jetzt kein K, sondern ich schreibe hier jetzt ein M hin. Kann mir jemand sagen, wie die Substitution lautet? Das ist jetzt was für die Freaks. Wie lautet die Substitution? Steht faktisch an der Tafel. Man muss nur wissen, wo man hingucken muss. Sieht keiner? Oder gibt es eine Idee? Plus 1. Zum Beispiel, das A hoch 4 ist ja das 2 plus 1, dann kann man N plus 1. Substitution heißt immer sowas wie W gleich X Quadrat. Das ist eine Substitution. Da müssen irgendwie zwei Variablen stehen. Und ein ist gleich. Zwei Variablen in ist gleich verbunden. Das ist eine Substitution. Und da gibt es eine neue und eine alte Variable. Und wie lautet die alte Variable? Die ist hier, die ist das K. Und die neue Variable ist das M. Wie lautet die Substitution? K ist gleich M plus 1. Sehr gut. Wer auch immer das gesagt hat. Das ist die Substitution. Das funktioniert genau so. Ist völlig richtig. An welcher Stelle entdeckt man das? Ich werde die Stelle schon anzeigen. Wer kann mir sagen, wo man das erkennt? Das K gleich N plus 1. K gleich N plus 1. Hier an der Stelle steht das. Aber wie gesagt, das zu erkennen ist nicht ganz einfach. Und wenn man überall, wo hier K steht, N plus 1 hinschreibt, dann kriegt man exakt diese Summe raus. Das könnt ihr zu Hause ausprobieren, das mache ich hier nicht mehr.
Wie gesagt, das Ganze heißt dann Indexverschiebung, ist faktisch nichts weiter als eine Substitution dieser Form. Hier ist es k gleich m plus 1, verallgemeinert ist es k gleich m plus irgendwas. Also da muss ein einmal m stehen, das ist ganz wichtig, sonst tut es nicht. Und plus irgendwas heißt, wir können, muss auch eine natürliche Zahl stehen. Also k gleich m plus j, verallgemeinert, das ist eine Indexverschiebung. Gut, so, aber das ist wie gesagt die Aufgabe E, also diese Aufgabe hier, die ist eigentlich nichts mehr für die Schule oder die müsst ihr sicher nicht können hier an der Schule. Für die Hochschule natürlich schon, ja, also das heißt die Uni oder das MINT-Studium, das muss sowas dann irgendwann mal verstehen. Gut, gibt es noch Fragen zu der Aufgabe? Ja, habe ich alle.